So, wir haben unsere Marke gesetzt. Wir haben 4,1% erreicht, die tabellenwirksam als Erhöhung jetzt vereinbart sind. Damit haben wir sichergestellt, dass der Aufschwung auch bei den Menschen ankommt. Und das ist für uns ein großer Erfolg, weil wir uns da abheben von vielen anderen Tarifverträgen. Und wir haben das nur hinbekommen, weil wir so mobilisiert haben und weil wir so große Unterstützung hatten, auch in vielen, vielen Veranstaltungen. Und das hat dazu geführt, dass letztendlich die Arbeitgeber auch dieses Ergebnis mittragen konnten. Also sehr erfolgreich, unsere Marke ist gesetzt und der Aufschwung kommt bei den Arbeitnehmern an. Das ist ein guter Tag für die Beschäftigten in der chemischen Industrie. Wir haben mit unserem Tarifabschluss, der eine Tariferhöhung von 4,1% vorsieht, deutlich gemacht, dass der wirtschaftliche Aufschwung auch bei den Beschäftigten ankommt. Gute Zeiten brauchen auch gute Tarifabschlüsse. Und in unserer Branche haben wir bewiesen, dass die Sozialpartnerschaft in schlechten Zeiten wie in guten Zeiten funktioniert. Dazu haben wir vor allen Dingen auch beigetragen, die vielen, vielen Aktionen, die gute Unterstützung der Mitglieder und Beschäftigten in den letzten Wochen. Das zeigte den Arbeitgebern, dass man dann, wenn man störrisch wird, auch mit dem Widerstand der IGBCE rechnen muss. Das ist ein gutes Ergebnis. Wir sind sehr froh, dass es gelungen ist und es ist gut vor allen Dingen für die Mitglieder.